Moin. So, hallo. Kühlwasser ablassen. Tiefster Punkt. Oh. Splint up und wieder abgerutscht. Splint ist ab. So, Achtung, jetzt kommt es gleich herausgesprudelt. Ach, jetzt läuft mein Ärmel rein. Naja, es geht so. Es ist nicht so viel daneben gegangen. Nächste. So, das kann jetzt hier mal auslaufen. Und während das läuft, werde ich hier mal weiter schrauben. Also dieses große Stoßstangenteil, da mache ich, also ich mache einfach alles ab, was hier vorne ist, damit wir hier Platz haben. Kamera, Sitz, Sitz. Klimawärmetausche. Leer machen. Alles Leichtbau. Gut.
So, jetzt haben wir hier ja alles frei. Hier haben wir das linke Motorlager, da kommen wir ja problemlos hin. Ich denke mal, unten die Antriebswellen werde ich einfach abschrauben. Mal gucken, ob wir da so spontan hinkommen. Oh, ist vielleicht auch ein bisschen optimistisch gedacht. Naja, mal sehen. So, und dann ist es ein bisschen blöd hier. Da sind nämlich die ganzen Schrauben von der Getriebeaufhängung so ein bisschen verdeckt von diesem ganzen ABS-Block. Das heißt, ich muss möglicherweise das Bremssystem aufmachen, dann kommt das ganze Öl rausgelaufen. Das hätte ich mir natürlich lieber erspart. Naja, mal sehen. Seines ABS muss ich doch nicht rausbauen. Weil ich von oben Schrauben lösen kann. Hebe ich die Karosserie an. Okay.
Also auf jeden Fall sind die Schaltseilzüge noch hinten eingehängt. Die hoffe ich jetzt rauszukriegen. Und raus ist er. So, was haben wir hier? Einen fetten Motorkabelbaum. Einspritzdüsen. Und das hier ist alles Zeug, von dem ich nicht weiß, was es war. Kurbelwellen sind so. Das war, glaube ich, an der Drosselklappe. Weiß nicht mehr genau. Hätte ich mir vielleicht mal aufschreiben können. Naja. So, das verschwindet alles im Innenraum. Und was hier auch noch drin ist, ist ein ziemlich fettes 12 Volt Kabel, das ging an die Lichtmaschine. So, blöd. Ja. So, Generator heißt es. So, dann haben wir hier noch ein fettes 12 Volt Kabel. Und das ist vermutlich unabgesichert, geht direkt hinten an die Batterie, das war am Anlass. Gut, was haben wir noch? Hier sind die Leitungen zum Innenraum-Wärmetauscher. Da oben kommen dann die Klimaleitungen wieder dran. Das sind Benzinleitungen, die können natürlich raus. Da seitlich, sieht man jetzt nicht, ist noch der Benzinfilter relativ abenteuerlich in der Karosserie versteckt. Hier ist ein Wasserablauf von der Motorhaube. Das läuft dann hier rein und hier raus. So, das hier ist von den Lüftern. Ne, von dem Lüfter gibt es ein. Stromversorgung und Steuerung und Regelung von dieser Klappe da. Ja, und halt die Kabelbäume für Nebelscheinwerfer, Licht und so ein Sensor, ob die Klappe offen ist. Jo. Rausbauen. Achso, hier sind noch die Schaltseilzüge, die werden natürlich rausgebaut. Hier liegen die alten Antriebswellen, also die, das heißt die alten, die werde ich ja auch beibehalten, aber sie werden wohl so kaum an das Prius-Getriebe dran passen, sondern da muss dann noch was adaptiert werden. So, das wäre es für heute. Das Wetter ist noch echt unangenehm, ständig läuft mir die Plane voll mit Wasser. Aber naja, zumindest ist hier trocken. Ja, was kommt als nächstes? Also diese Kabel, die hier rumhängen, die werde ich ja auf irgendeine Art und Weise verwenden, um den Wechselrichter hier anzusteuern. Dann können wir mal innen gucken, da sieht es auch gerade ein bisschen aus wie Hulle. So, hier habe ich die Tür auseinandergebaut. Das ist eben, weil das Schloss muss ersetzt werden. So, und hier unter der Fußmatte unten drunter soll wohl das Motorsteuergerät sein. Das macht auch Sinn, weil da verschwinden nämlich die Kabel drunter. Ja. Ansonsten ist jetzt ja alles. Fossile hier rausgebaut.
Motor, da mache ich jetzt noch ein paar Bilder von, dann wird der verkauft. Und den Tank werde ich aber erst rausbauen, wenn ich das Auto aus seiner eigenen Kraft von diesen Rampen hier runterfahren kann und eben hinten auf die Rampen drauf fahren kann, damit ich hinten noch drunter komme. Gut, dann war es das erstmal für heute. Danke fürs Zuschauen, bis später.